Immer noch gesponsert von den EA Game Changers geht es weiter mit der Storyline hier in Star Wars Jedi Fallen Order, diesem grandiosen Let's Play eines grandiosen Spiels. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück, Freunde, und ich habe alle eure Kommentare gelesen und ich glaube, die meisten beantwortet, bis auf vielleicht ein oder zwei, denen ich nur ein Herzchen gegeben habe, weil ich mir dachte, ich gehe darauf ein in dieser Episode und ich habe mich dazu entschieden, zukünftig nicht mehr jeden einzelnen Winkel der Welten zu erkunden, während wir auf Story-Mission sind. Das bedeutet also, ich werde die Story jetzt zukünftig einfach durchrennen, ja, weil wir dabei sowieso erstmal die ganzen Fähigkeiten freischalten und das meiste von dem, was ich erkundet habe, waren sowieso Sackgassen. Und das bedeutet, ich werde zukünftig einfach durchrennen, die Story, so wie ich das gehört. Das heißt, alle, die sich wirklich nur für die Story interessieren, werden dann hier auf ihre Kosten kommen und danach, wenn wir mit einem Planeten fertig sind. Also wenn ein Planet abgeschlossen ist, werden wir dann wieder zurückgehen und nochmal backtracken. Das bedeutet, überall dahin gehen, wo wir vorher nicht hingehen konnten und all die anderen Geheimnisse holen, okay? Also immer erst Story-Abschnitte und wenn ein Planet abgeschlossen ist, dann kommt Backtrack-Abschnitte für alle, die das auch interessiert. So, dann gehen wir jetzt mal rein, Freunde, in die Story und auf alles Weitere gehe ich dann ein im Laufe der Folge. Das Gewölbe macht Echo. Diese Struktur hier steht hier seit Jahrhunderten. Der einzige Weg, das Gewölbe zu öffnen, scheint die Macht zu sein. Interessant. Und das ist der nächste Punkt, den ich in den Kommentaren gelesen habe oder rausgelesen habe von euch, nämlich, dass ich solche kurzen Informationen von Scans ruhig vorlesen kann, aber so richtig lange, tiefe Informationen, die spare ich mir, weil ich eben nicht alles vorlesen soll. Aber die kurzen und knappen, die kann ich ruhig mal mit einbauen, so wie das eben. Und ich möchte mich an der Stelle ganz, ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, Freunde. Ihr wisst gar nicht, wie viel mir das bedeutet, dass ihr hier zuschaut und mich mit euren Kommentaren, mit euren Likes und mit eurer Anwesenheit unterstützt, denn ich muss dazu sagen, ich hatte ja Star Wars Galaxy of Heroes als Let's Play offiziell beendet und ich mache da gar keine Videos mehr zu und ich merke es, dass immer mehr Leute nach und nach weggehen, ja, immer mehr Leute deabonnieren mich, weil sie eben Projekte wie dieses Spiel hier nicht sehen wollen, ja, die wollen einfach nur Galaxy of Heroes oder gar nichts und ich muss dazu sagen, ihr, die ihr jetzt noch da seid, die ihr dieses Spiel hier, dieses Let's Play von mir schaut und auch andere Let's Plays von mir schaut, wie beispielsweise Star Wars The Old Republic und ja, das wird auch noch weitergehen, ihr seid unheimlich, unheimlich grandios und so viel, ihr bedeutet mir so viel, Freunde, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, weil ihr nämlich wirklich an dem Interesse habt, was ich mache und auch generell an dem Star Wars Universum und was wir mit dem Kanal auf die Beine stellen und nicht einfach nur Galaxy of Heroes. Ich meine, das Star Wars Universum und mein Kanal ist so viel mehr als nur Galaxy of Heroes. Und ich habe mir immer gewünscht, dass das auch als solches anerkannt wird, als mehr als nur Galaxy of Heroes. Wahnsinn. Wahnsinn, ganz genau. Ihr seid Wahnsinn, Freunde, und ihr helft mir dabei, eben genau das zu machen. Ein Kanal, der mehr ist als nur Galaxy of Heroes. Obwohl Galaxy of Heroes ein geiles Spiel ist, versteht mich nicht falsch, ne? Ich bin ja auf Kriegsfuß mit Capital Games und nicht mit Galaxy of Heroes an sich. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Wir gehen jetzt mal rein in die Storyline. Vielen Dank, Freunde. Vielen, vielen herzlichen Dank. Oh, hier. Kann man scannen? Komm, wir scannen mal. Geht's dir gut, BD? Gut gemacht. Wer du auch bist. Die Prüfung, die ich hinterließ, hast du bestanden und hast Zugang zum Gewölbe und dieser Aufnahme, einem von vielen verschlüsselten Logs, gespeichert in diesem Droiden. Ich bin Meister Ino Cordova. Ich kenne vielleicht deinen Namen nicht, aber deine Aufgabe. Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Dieser Ort, dieses Gewölbe ist ein heiliger Tempel, erbaut von einer vergangenen Zivilisation namens Sepho. Ich meditierte hier und erhielt eine Vorahnung durch die Macht, eine Vision des Untergangs. Ich platzierte in diesem Gewölbe ein Jedi-Holokron,
Es enthält eine Liste der Namen und Aufenthaltsorte junger Machtbegabter aus der gesamten Galaxis. Vor dir befindet sich die innere Kammer des Gewölbes, aber auch ein weiterer Test. Ich vertraue das Holocron nur jemandem an, der meinem Weg gefolgt ist und ihn auch versteht. Suche die versteckten Gräber der drei Weisen und lerne die Geheimnisse der Macht wahrzunehmen, so wie es einst die Sepho taten. In diesem Droiden findest du alles Nötige, um bei dieser Reise erfolgreich zu sein. Geh zur Heimatwelt der Sepho. Dort wirst du Frieden finden im Auge des Sturms. Viel Glück, Jedi. Und möge die Macht mit dir sein. Dann warst du wohl der jemand, den ich treffen sollte. Weißt du, ich war allein und das, tja, ziemlich lang. Ohne jede Aufgabe, nur versteckt. Das ist kein Leben. Nicht für einen Jedi oder einen Droiden. Vielleicht hat es hier recht. Das Verstecken hat ein Ende. Hey. Kommst du mit zu ein paar Freunden von mir? Reiseziel freigeschaltet. Sepho, ganz genau, Freunde. Also BD1 war der, den wir freigeschaltet haben. Wir haben mehrere Einträge in der Datenbank aktualisiert. Wir schauen mal ganz kurz rein, was das für Einträge sind. Archiv 7, Abschied, zweiter Geheimnis des Gewölbes. Mein Freund, BD-Meister Ino Cordova. Ich muss dazu sagen, ich werde das nicht alles vorlesen, jetzt könnt ihr euch ja selber durchlesen. Ich habe ja auch gefragt nach dem Comic, ja, es läuft ja aktuell eine Comic-Ausgabe, die ihr nachlesen könnt über Marvel Comics. Und da geht es um die Vorgeschichte von Seer. Und Ino Cordova spielt dabei auch eine große Rolle. Und ich will jetzt noch nicht zu viel verraten. Ich habe mir nämlich vorgenommen, Folgendes zu tun. Einige von euch hätten ja gerne ein paar Hintergrundinformationen dazu. Aber für die Leute, die jetzt erstmal nur die Story hier genießen wollen... Hört sich ganz so an. Wir warten. Genau, wir rennen jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Für die Leute und euch, die eben nur die Story hier genießen wollen, werde ich jetzt dazu erst einmal nichts erzählen, weil das könnte unter Umständen ein Spoiler sein. Aber ich habe ja vorhin erklärt, dass ich ein paar Informationen... Oh mein Gott, eine Riesenkröte. Okay, los, beiß zu. Ja, sehr gut. So, muss ich immer ködern. Zack, jetzt haben wir sie aber. Sehr gut. So, ich glaube, wir sollten uns mal was reinpfeifen hier. Und zwar ein Stim. Ja, das war wirklich viel zu knapp, Freunde. Jedenfalls, was ich sagen wollte, ist, ich werde, wenn ich dann diese Backtrack-Episoden mache, ja, diese Backtracking-Folgen, hopp, komm ich doch rüber, jawohl, sehr gut. Wenn ich diese Backtracking-Folgen mache, dann werde ich, wieder zurück, dann werde ich während den Backtracking-Episoden ein bisschen was zu den Comics erzählen. Also ich mache das nicht jetzt, ja, das mache ich bei den Backtrack-Episoden. Ich habe meine Tastenbelegung auch noch ein bisschen geändert. Und zwar laufe ich jetzt mit der Alt-Taste, das ist jetzt Sprinten. Und zwar zocke ich dann nebenbei ab und zu noch ein bisschen Skyrim und so, ne. Und dabei habe ich gemerkt, dass mir das dann doch ziemlich liegt, weil bei Skyrim läuft man nämlich mit der Alt-Taste. Und wir sind jetzt hier, also es war jetzt eine Abkürzung wieder zurück. Das ist interessant, okay. Kann man auch klettern anscheinend. Will erstmal noch nicht da runter. Ich will erstmal gucken. Hier gibt's was zu scannen. Genau, seht ihr? Sowas zum Beispiel. Danke, BD1. Mysteriöses Skelett. Was haben wir hier?
Der Struktur dieser Knochen nach zu urteilen, handelt es sich hierbei um ein großes Reptil. Laut der Analyse der in den Knochen enthaltenen Elemente sind diese Überreste etwa 1000 Jahre alt. Interessant, da geht's rüber. Wir sind also wieder hier an dem Punkt. Okay, ich verstehe. Eine Abkürzung zurück. Ich möchte aber gerne hinten rüber gehen. Sieht schon geil aus, das Skelett hier. Ich möchte gerne hier runter. Zack, so. Hier schon mal gewesen. Verlassene Werkstatt. Kann man doch nicht reingehen, okay. Aber ich kann aber auch nicht interagieren. Ja, genau, wir sind ja... Da würde ich gerne hin. Da können wir jetzt ja rüber mit dem Walljump, ne? Ansonsten geht's da runter. Okay, da kann man hoch. Sind wir hier nicht hergekommen? Öffnen? Ist von der anderen Seite verschlossen. Okay, verstehe. Ja, ich versuche mal ganz kurz hier rüber zu gehen, zu gucken, was da ist. Zack. So. Hier kann auch wieder was gescannt werden, das ist super. Mein Freund, anscheinend waren die Sepho interessiert an Datumir. Seltsam, dass eine so friedliche Kultur diese Faszination hegt für einen Ort, der nur eins ist. Dunkel. Das ist in der Tat seltsam. Entdeckung von Dathomir aus dem Cordova-Log. Mein Freund, bla bla bla, dunkel, genau, auf Dathomir. Na, ist auch egal. Vielleicht hättet ihr es ja gerade lesen können, einigermaßen. Kurz pausieren. Oh, was? Abkürzung freigeschaltet, das ging auf? Scannen wir mal hier. Ich seh's mir an. So, verblasstes Wandbild. Ne, die kurzen Dinger hier, die kann ich ja vorlesen. Verblasstes Wandbild unweit des Sepho-Gewölbes auf Bogano. Es stellt höchstwahrscheinlich einen Planeten dar, ist aber zu stark beschädigt, um genaueres zu erkennen. Das wird ein Planet sein. Wir sind schon richtig hier, ne? Kann ich hier irgendwas da unten machen? Ich habe Angst, da runterzufallen. Na gut, wir gehen mal dahin. Aber ich kann auf jeden Fall hier rein. Das ist ja sehr interessant. Wir sind wieder hier. Ah, das war der verschlossene Weg. Genau, Abkürzung, logisch. Ne? Macht ja Sinn. Wir meditieren mal hier. Ich weiß, es schaltet, das respawnt die Gegner wieder. Und der gute, ich muss den Namen berichtigen, ich habe ja versprochen, dass ich das tue. Der gute Quintas heißt er, ja. Er hat mich ja in Frage gestellt und hat gesagt, kennst du denn überhaupt... Ja, genau. Kennst du denn überhaupt Dark Souls, ja? Da ist es ja so, dass man immer an diesen Leuchtfeuern respawnt oder dass die Gegner alle respawnen, wenn man daran rastet und so ein Kram, solche Dinge. Ja, ich kenne Dark Souls. Ich habe es auch selbst gespielt. Allerdings können wir auch hier entlang, ne? Guck mal. Ja, ihr seht schon, es macht halt wirklich Sinn. Das Backtracking wird von einem wirklich verlangt, ne? Oh. So. Also am besten durchrushen. Ja, ich habe gesehen, andere Let's Player machen das auch. Die Storyline durchrushen und dann eben beim Backtracken, dann kommt man eben an diese Wege, die man vorher nicht gehen konnte, ne? So wie hier. Und da hätte ich mir die ganze Zeit sparen können, mir hier zu überlegen, wie ich denn da hinkomme, ne? Ach, die Süßen sind wieder da. Hey, BD1. Konntet eben nicht scannen rechtzeitig. Warten wir mal ganz kurz. Wenn da nochmal irgendwo einer rauskommt. Scan! Hast du einen neuen Freund? Er hat es geschafft, ihn zu scannen, ein Bogling. Boglinge sind kleine, auf Bogano heimische Kreaturen. Flinke Fluchtkünstler, die gelernt haben, auf ihren Zehen laufen? Was? Die gelernt haben, auf ihren Zehen laufen, okay? Zulaufen, meint ihr wahrscheinlich. Mit dieser Technik können sie auf der felsigen Oberfläche von Bogano ebenso schnell die Richtung wechseln oder springen, wie in den Sumpfgebieten des Planeten. Mit ihrem Pelz kompensieren sie den Wärmeverlust ihrer nackten Füße. Interessant. Ja, also ihr seht schon, was hier das beste Vorgehen ist. Okay, ich will jetzt hier nicht runterfallen. Alter Schwede. Aber wir müssen wahrscheinlich hier runter surfen. Und dann kommen wir an diese Wand. Und dann können wir direkt an der Wand entlang. Ah, das sieht ja geil aus. Ja. Ne, so machen wir das zukünftig, Freunde. Ich rush mal ganz schnell kurz hier rüber. Ob da noch irgendwas zu finden ist. Zum Beispiel hier. Hopp. Da können wir ja mal runter. Da ist eine Seilbahn. Aber ansonsten ist hier nichts, ne? Nee. Ja, genau, da ist nichts. Na gut. Springen wir doch mal hier hoch.
So, wie gesagt, wir werden sowieso nochmal richtig erkunden. Also, falls ich irgendeinen Weg übersehen habe oder so, ihr könnt es mir gerne in die Kommentare reinschreiben, aber ich mache das dann eben zu einem anderen Zeitpunkt. Später, wenn wir dann nochmal zurückgehen. Zack. So, ein bisschen Parkour hier. Genau. Und dann werde ich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern zu den Comics und sowas. Zu den Hintergrundinformationen, zu den Charakteren und sowas. Bogling Gang heißt das. Verbinden verschiedene Nester und sind ein natürlicher Schutz vor Fressfeinden. Boglinge können täglich 5 Meter weit graben. Sie arbeiten in Hecheln oder großen Rudeln zusammen und verbringen etwa ein Drittel ihres Lebens mit dem Bau ihres komplexen Gangsystems. Okay. Ich glaube mal, ich will noch mal ganz kurz da runter, Freunde. Ich glaube aber mal, dass wir hier immer noch nichts machen können. So, er rennt nämlich hier rein. Aber wir können hier das Ding immer noch nicht aufmachen. Vermutlich müssen wir da noch irgendeine Art Macht lernen. Genauso wie das Ding da hinten. Also, wir müssen scheinbar wieder zurück, ja? Das geht nicht anders. Aber das ist in Ordnung. Wir werden, wie gesagt, backtracken und dann die Planeten noch einmal abgrasen. Ich habe riesen Spaß im Spiel, Freunde. Ich habe kein Problem damit, noch ein zweites und drittes Mal herzukommen. Okay, also gehen wir zurück und fliegen dann zu den Planeten. Der Zephyr war das, glaube ich. Du hast bestanden. Ihr wusstet von BD-1? Komm an Bord. Wir reden drin. Oh, BD-1, das ist Grease. Hey, Grease. Was ist das? Runter von meinem Sofa, runter von meinem Sofa. Geh weg, raus hier. Das ist BD-1. Einer von uns. Ja, egal, zu wem er gehört. Hast du eine Ahnung, wie schwierig es ist, Ölflecken aus dem Sofa rauszukriegen? Buttoli-Gewebe ist empfindlich. Eigentlich nicht. Ich hoffe, du hast noch was Besseres gefunden als diesen Droiden. Komm runter, Grease. Das hat er. Leg los, Kerl. Das Gewölbe stammt von einer alten Zivilisation, den Zephyr. Ein Jedi namens Ino Cordova hat irgendwas darin versteckt. Was hat er darin versteckt? Ein Holochron aus den Archiven. Es enthält eine Liste machtbegabter Kinder. Die nächste Generation der Jedi. Ich wusste es. Ach, Cordova, du alter Narr. Ihr kennt den Mann? Ja. Es ist ziemlich lange her. Ich war damals seine Schülerin. Cordova war ein Einzelgänger. Außer dem kleinen Droiden und mir weiß wahrscheinlich niemand von Vogano. Halt, Moment mal. Ein Holo, was? Holocron. Es speichert Informationen, aber nur Jedi haben Zugriff. Wartet kurz, ich glaube, ich habe eins hier. Nutze die Macht. Hier spricht Meister Obi-Wan Kenobi. Ich bedauere, berichten zu müssen, dass unser Jedi-Orden sowie die Republik gefallen sind. Mit dieser Liste von Machtbegabten könnten wir den Orden wieder aufbauen und das Imperium besiegen. Okay, kein Problem. Holen wir sie. Aber das Holocron ist tief im Gewölbe versteckt und wir müssen zuerst Cordovas Pfad folgen. Er hat was über den Planeten Datumir gesagt und über eine Zephyr-Heimatwelt. Also gut, wohin fliegen wir? Ich frage nur, weil ich sonst was Schmackhaftes gebrutzelt hätte. Dazu, bevor es losgeht, muss ich noch was wissen. Warum seid ihr kein Jedi mehr? Ich hatte ein Erlebnis und sehe jetzt vieles anders. Darum habe ich mich von der Macht getrennt. Aber den Orden wollt ihr wieder aufbauen? Ich glaube, dass der Wiederaufbau des Ordens unsere beste Waffe gegen das Imperium sein wird. Und was glaubst du? Dass ich mich nicht ewig vor dem Imperium verstecken kann, also habe ich keine andere Wahl. Kerl, solange du lebst, wirst du immer eine Wahl haben. Seid ihr dabei? Seid dabei. Datumir oder Zephyr, du hast die Wahl. Mehrere Einträge in der Datenbank aktualisiert. Die Reise beginnt. Wiederaufbau des Jedi-Ordens. Könnt ihr euch nochmal ganz in Ruhe hier durchlesen, wenn ihr das Ganze
pausiert auf YouTube. Das sind immer Zusammenfassungen. Das ist auch der Grund, warum ich die nicht unbedingt vorlesen muss. Wir haben ja alles gesehen, was passiert ist. Aber falls euch das alles ein bisschen zu schnell ging oder so, pausiert das Ganze hier, lest es euch in Ruhe durch und dann könnt ihr es noch einmal Revue passieren lassen. Wir können jetzt hier rausgehen und uns hier nochmal umschauen. Oder wir können auch hier den Holotisch benutzen. Ich will nochmal ganz kurz darüber gehen und mit ihr hier reden. Sia, fühlt ihr die Macht überhaupt noch? Ja, aber statt mich zu öffnen, unterdrücke ich sie. Du solltest genau das Gegenteil tun. Draußen fiel mir etwas über mich von vor der Auslöschung ein. Das war schmerzhaft, aber auch wie ein verlorener Teil von mir. Das ist gut. Du lernst, die Macht wieder zuzulassen. Wie könnt ihr das sagen? Weil ich weiß, wie es ist, ohne sie zu leben. Okay, ich versuch's weiter. Sehr interessant. Ich will mir mal ganz kurz das Cockpit hier anschauen. Das sieht halt auch ziemlich cool aus, muss ich sagen. Also, die Details in diesem Spiel sind der absolute Hammer. Absolute Hammer. Für mich, ich wurde ja auch schon gefragt, ob ich ernsthaft denke oder ob ich ehrlich denke, dass dieses Spiel wirklich so gut ist. Also, ob das wirklich so gut ist, wie hier, wie viele sagen oder wie ich sogar sage, jetzt hier die ganze Zeit. Ich bin ja nur am Schwärmen. Und ich muss sagen, Freunde, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, das Spiel hier ist gesponsert von den EA Game Changers, dann meine ich damit natürlich, dass ich das Spiel umsonst bekommen habe. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt noch irgendetwas davon habe, ja, also ich schwärme für das Spiel und spiele das, weil ich da riesen Bock drauf habe, weil ich es einfach saugeil fand. Hier übrigens Ino Cordova, ne, das ist so sein Ding gewesen. Hülsen, da haben wir auch was Neues hier bekommen, das würde ich gerne mal anlegen. Mut und Weisheit 2, und hier haben wir, glaube ich, irgendwo auch noch was bekommen, oder? Mut und Weisheit 2, legen wir das mal an, warum eigentlich nicht? Hier haben wir auch noch was bekommen, Mut und Weisheit 2 ebenfalls. Denn da passt Material. Bleibt auch noch so, wie es ist. Okay, sehr schön. So, also es ist wirklich meine komplett ehrliche Meinung zu diesem Spiel hier. Ich finde es absolut grandios. Es ist meiner Meinung nach das beste Star Wars Game, das jemals erschienen ist. Bis jetzt, ja, bis jetzt. Und ich hoffe, dass dieser erste Eindruck bleibt. Das wäre echt mega. So. Na gut, wir gehen jetzt hier weiter, hier entlang durch das Schiff. Ich wollte mich mal ein bisschen umsehen, dazu hatten wir beim letzten Mal die Gelegenheit noch nicht. Reden wir ganz kurz mit ihm hier. Hab zu tun. Muss sehen, was ich als nächstes koche. Oh ja, kochen ist gut. Kochen ist immer super hier, ne? Das ist doch eine tolle Küche. Guck mal, die Details, auf was für Details die alle geachtet haben. Ich will jetzt eigentlich immer so Skyrim-Modus gehen, in die Ego-Perspektive und dann hier alles mir genau anschauen oder klauen. Aber gut, legen wir uns mal kurz hier hin und gucken, was das hier ist. Interagieren. Hey, was ist das? Was? Hast du noch nie ein Terrarium gesehen? Oh, ich dachte, das ist ein Bett. Schon, aber da sind doch sonst Pflanzen drin. Ich war damit beschäftigt, dich durch die Galaxis zu chauffieren. Aber du könntest mir ein paar Samen mitbringen. Dachte, du hast die Natur. Wenn sie da draußen ist, schon. Aber hinter einer ausreichend dicken Umbara-Glasscheibe, da geht mir das Herz auf. Gut, mal sehen, ob ich welche finde. Kalpi. Okay, also man kann hier Samen sammeln. Besamen bin ich ja gut. So, okay, wir gehen mal weiter. Dann gehen wir mal hier hin und klicken uns mal hier den Holotisch an. Wohin fliegen wir jetzt? Okay, Freunde, wir haben vielleicht die Wahl. Hier? Wir haben die Wahl, wo wir als nächstes hinwollen. Entweder Zepho oder Dathomir. Und ihr seht, wir haben hier 63% von Bogano erkundet, 4 von 16 Truhen, 2 von 6 Geheimnissen. Ich habe das Gefühl, wir können immer noch nicht alle Orte betreten hier, weil uns immer noch Fähigkeiten fehlen. Das heißt, wir müssen hierhin zurückgehen und backtracken. Früher oder später, wenn wir die ganzen Fähigkeiten haben, ja. Ich habe mir das anders vorgestellt. Ich habe gedacht, wir kriegen alles, was wir brauchen, um den Planeten leicht zu machen. Habe ich gedacht, aber tatsächlich ist das so, dass wir wohl irgendwann später ja zurück müssen. Was ich jetzt machen werde, ist, ich werde zukünftig, ja, bei allen zukünftigen Folgen die Planeten quasi durchrushen, durchrennen, mehr oder weniger, ne? Und wenn wir das dann gemacht haben, dann werde ich irgendwann nochmal am Ende des Let's Plays oder so, oder wenn ich Zeit habe, wenn es sich ergibt, noch einmal zurückgehen zu den Planeten und dann Erkundungsreisen machen, ne? Die Frage ist jetzt, wo gehen wir als nächstes hin? Nach Dathomir oder nach Zepho? Und
Diese Frage, Freunde, könnt ihr mir beantworten, denn ich überlasse es völlig euch. Schreibt mir bitte in die Kommentare rein, wo ihr möchtet, dass wir hingehen. Nach Darth über nach Zepho, und wir werden uns dann in der nächsten Episode auf jeden Fall zu dem Weg hinbegeben. Ich werde auf jeden Fall eure Kommentare berücksichtigen, packe aber oben rechts in die Ecke noch eine kleine Umfrage rein. Das ist ein kleines i, wenn ihr da draufklickt, dann könnt ihr auswählen Darth über oder Zepho, und dort gehen wir dann als nächstes hin. Es kann sein, dass diese Folge jetzt ein wenig kurz geraten ist. Ja, wir waren jetzt nur auf dem Rückweg. Wir haben aber immerhin Eno Cordova kennengelernt. Wir wissen jetzt unser Ziel. Ihr wisst, wie ich zukünftig weitermache mit dem Let's Play. Ich denke, das ist grundsätzlich wichtig, dass wir da auf demselben Nenner sind. Und ich sage mal, das Tutorial ist jetzt mehr oder weniger abgeschlossen, weil wir jetzt praktisch den ersten Planeten hinter uns gebracht haben. Wir wissen jetzt, was uns erwartet. Wir haben unsere Party, wir haben unsere Gruppe, und jetzt entscheiden wir uns, wo wir als nächstes hingehen, und ihr wisst, was euch zukünftig erwartet, wie wir jetzt hier vorangehen. Okay, Freunde, ich bedanke mich also ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich darf euch wieder begrüßen in der nächsten Episode von Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order und dann entweder auf Zepho oder auf Dathomir. Vielen herzlichen Dank, und ihr wisst Bescheid, Freunde, möge die Macht mit euch sein.